Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Doppelklick, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute auch ganz wichtig, denn wir haben ein brandheißes Thema. Wir sprechen über Apps und zwar über gute und schlechte Apps. Es gibt ja mittlerweile unendlich viele fürs iPhone und für Android-Smartphones. Und jetzt ist die große Frage, können die einen auch ausspionieren oder Schaden zufügen? Diese Fragen werden beantwortet von einem Experten, der da heißt Kai Haller vom App-Testlabor Mediatest Digital. Ach, das war eine Einleitung. Hallo Kai. Hallo Alex. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das war alles richtig. Super. Also meine Einstiegsfrage lautet ja, woran erkennt man gute Apps? Momentan ist es sehr schwer, gute Apps zu erkennen. Und es fehlt eigentlich eine sogenannte Testinstanz, die das überprüft. Und wir von Mediatest Digital haben sozusagen Standards festgelegt und haben ein Testing entwickelt, womit wir feststellen können, welche Apps sind gut, welche Apps sind schlecht. Okay, und was sind die Probleme? Die Probleme sind, dass es einfach noch keine Standards gibt, was zum Beispiel Sicherheitsbestimmungen angeht, dass es kostenlose Apps gibt, Bezahl-Apps gibt und dass man natürlich von Seiten der Vermarkter ein sehr großes Interesse hat, an Informationen von Nutzern heranzukommen, die Apps nutzen. Okay, das heißt, ich hatte gar nicht so Unrecht am Anfang, als ich gesagt habe, man wird sogar über die Apps ausspioniert. Wie sieht der schlimmste Fall aus? Das ist richtig. Der schlimmste Fall wäre zum Beispiel, wenn das Telefonbuch, das Adressbuch ausgelesen werden würde, wo die kompletten Daten des Nutzers an Vermarkter gehen. Oder es gibt auch geringere Fälle, wo Datenschutzverletzungen passieren, wenn wir vielleicht mal auf den Bildschirm gucken. Hier wurde vom App nicht abgefragt, ob die Location gesendet werden darf. Das heißt, also der Nutzer wurde nicht um Erlaubnis gebeten, aber im Endeffekt haben wir herausgefunden, dass doch die Location sozusagen gesendet wurde an einen Vermarkter. Und das ist eben eine Datenschutzrechtsverletzung, weil dieser Vermarkter jetzt weiß, wo ich mich befinde. Ich sag nur, du bist nicht allein. So sieht's aus. Ja, genau. Das ist ja gravierend. Also ich möchte so eine App nicht haben auf meinem Handy. Es ist sehr problematisch und deswegen fühlen wir uns auch berufen, die Sachen eben zu veröffentlichen beziehungsweise die qualitativ zu bewerten. Hier kann man vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel sehen. Oben wird zum Beispiel von einer App an diverse Vermarkter die E-Mail des Betreibers oder des Nutzers des Handys gesendet, als auch die E-Mail, was die Identifikationsnummer des Handys ist. Das finde ich sehr problematisch, weil mit den Daten kann man sehr viel anfangen. Und in einem zweiten Fall unten sieht man, dass das Passwort unverschlüsselt über den WLAN-Betrieb gesendet wurde. Das heißt, mit dieser App, wenn ich das Passwort und den Benutzernamen ausspähen kann, könnte ich mich theoretisch mit der App einloggen und über den Account eines fremden Benutzers einfach Daten runterladen, die Geld kosten und beziehungsweise den eigentlichen Besitzer Geld kosten. Und ich stehle ihm sozusagen diese Informationen. Aber das ist ja wirklich schon kriminell. Die müssen doch vom Markt genommen werden. Die Datenschutzrichtlinien sind momentan einfach, dieses ganze Thema ist sehr jung und sehr neu und die sind einfach noch nicht ausformuliert. Und deswegen fühlen wir uns eben berufen, eine sogenannte Testinstanz, Qualitätsüberprüfungsinstanz hervorzurufen, beziehungsweise an dieser Stelle zu sein und dem Nutzer zu sagen, es gibt Probleme, guckt euch das an, das App ist nicht sicher. Und ihr habt da so ein ausgeklüngeltes Testverfahren im Labor. Und wie erkenne ich jetzt visuell eine gute App, wenn ich mir eine installieren möchte? Wir haben ein Testverfahren entwickelt, das umfasst 7 Dimensionen. Eine wichtige Dimension ist zum Beispiel die Überprüfung der Datensicherheit. Und am Ende unseres Testings haben wir einen bestimmten Prozentsatz, den das App erreicht hat. Der liegt zwischen 0 und 100. Und wenn der sehr gut ist und das App zum Beispiel sehr sicher ist, dann gibt es sozusagen ein Gütesiegel, ein Qualitätssiegel, was wir verleihen. Fällt das App durch, gibt es kein Siegel. Verstehe. Also ihr kennt halt nicht die schlechten, sondern alle guten. Da kann man ja sich selber, dann kann man selber entscheiden, ob die gut oder schlecht ist, weil ja das Siegel drauf ist. Das ist also richtig. Dementsprechend gut. Warum jetzt PC Welt? Getestet im Auftrag von PC Welt? Wir haben eine Kooperation mit der PC Welt und auf pcwelt.de werden alle Tests, die wir durchführen, veröffentlicht, als auch in, teilweise in den Printversionen. Das ist ja wunderbar. Ja. Und du arbeitest jetzt quasi dann Hand in Hand mit PC Welt. So sieht das aus. Ja. Schön. Also weitere Informationen hast du ja schon gesagt, wo man die findet, im Heft aber auch online. Und wird es denn eine zweite Version des Siegels geben? Das wird auch eine zweite Version des Siegels geben. Das ist der Gesamttest, den wir verleihen. Aber es wird auch noch ein Sicherheitssiegel geben, ein sogenanntes Trusted App Siegel.
Wunderbar. Das heißt, du bist immer dran am Ball, testest für uns fleißig weiter im Labor. Das ist richtig. Und in Zusammenarbeit mit PC Welt und wirst uns sicherlich nochmal beehren, wenn die zweite Version zu sehen gibt. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Kai. Danke auch. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auch an Sie, liebe Zuschauer. Das war natürlich jetzt eine ganz wichtige und informative Sendung für Sie. Schauen Sie einfach mal im Netz. Sie sehen dann das Siegel, wenn die App gut ist. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.